Also genau die Schuhe, die du da anhast übrigens, die habe ich auch bis vor noch 5 Minuten angehabt. Weißt du, das ist die am schwersten zu bekommende Air Vandals Edition ist und dass es genau die Farbkombination ist, die der Typ in Terminator 2 anhat, John Connor. Darüber habe ich mir die gekauft. Das sind unheimlich wichtige Schuhe in der Sneaker-History. Also zeigt Respekt vor dem Mann hier, ja? Ihr wisst es gar nicht. Hallo. Fangen wir gleich mal direkt so an. Wie geht's dir denn? Gut, also wir haben jetzt, glaube ich, wie viele Touren geht es am Mensch? 13. Und dementsprechend sind wir natürlich ein bisschen nicht fertig, so, aber es ist natürlich schon sehr anstrengend. Aber es läuft alles hervorragend, so ist fast total ausverkauft und die Leute sind sehr motiviert, gehen gut ab, wie man so sagt. Und ja, es macht sehr viel Spaß. Wie wichtig ist dir denn die Kommunikation zu den Fans über sowas wie die Tour oder übers Internet? Also die Kommunikation ist uns natürlich extrem wichtig, weil wenn man so die Musik immer so im stillen Kämmerlein macht, dann hat man halt gar keinen Bezug dazu, wie die Leute das finden. Also es ist jetzt nicht so, dass wir unbedingt unsere Musik so machen, um die jetzt halt irgendwie dem Geschmack von den Fans so anzupassen. Aber es ist halt natürlich cool, wenn du auf Tour gehst und du jetzt irgendwie mit den Leuten darüber reden kannst und die sagen irgendwie, ey, ich fand das Lied, fand ich jetzt cool und das hat mir nicht so gut gefallen und sowas. Und es ist halt immer wieder irgendwie erstaunlich, wie die, also was die Leute so für Lieblingslieder haben und wie die irgendwas verstanden haben oder sowas. Und es macht natürlich sehr viel Spaß, wenn man nach so einer langen Phase, wo wir halt nur in Berlin rumsaßen sozusagen, also nicht rumsaßen, aber halt irgendwie da gearbeitet haben, dann durch Deutschland fahren und halt sehen, irgendwie, dass wir überall so krass viele Fans haben. Dessen ist man sich ja nicht so bewusst. Also es ist jetzt ja nicht so, dass man irgendwie so durch die Straßen geht und dann halt irgendwie andauernd irgendwie 1000 Leute Autogramme von einem wollen oder sowas. Aber wenn man halt auf Tour geht, so, dann merkt man es auf einmal, wie viele Fans man hat. Und ich weiß nicht, ich glaube, es gibt wenig andere Leute, die jetzt irgendwie so eine volle Tour am Start haben. So. Das war ja auch mal, glaube ich, der Grund, warum du gesagt hast, dass du auf jeden Fall weiter Musik machen musst. Dass du irgendwie gemerkt hast, dass voll viele Leute am Start sind und dich feiern, was du vielleicht gar nicht erwartet hast, oder? Nee, das war jetzt nicht unbedingt der Grund, aber es war halt etwas, was mir dann erst irgendwie bewusst geworden ist, als ich keine Musik gemacht habe. Also als ich früher, also vor meinem Break sozusagen, hatte ich immer so ein bisschen so das Gefühl, dass ich quasi immer derjenige bin, so, den die Leute am schlechtesten finden, weil ich gedacht habe, ich bin halt auch derjenige, der irgendwie so am untypischsten ist für diese ganzen Hip-Hop-Leute. So. Also ich bin jetzt halt irgendwie, okay, ich trage jetzt Sneaker und so, aber ich bin jetzt halt irgendwie nicht so der Typ, der so Baggy-Hosen trägt und sowas und keine Ahnung, irgendwie so Caps und sowas, das ist irgendwie alles nicht so mein Style und ich glaube, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der so redet wie die meisten Hip-Hop-Leute und halt auch nicht diese klassischen Hip-Hop-Themen irgendwie verhandelt. Insofern hat mich das natürlich dann überrascht, dass ich irgendwie die Hip-Hop-Heads mit meiner Mucke dann noch irgendwie mehr auseinandersetzen können, als jetzt vielleicht irgendwie von einer Menge anderen Rappern aus Deutschland, die jetzt halt viel mehr irgendwie so eine Hip-Hop-Themen ansprechen, als ich das tue. Ja, also ich meine, deine Sachen sind ja sehr eigen so und wahrscheinlich sind die Leute auch viel zu überreizt von dem anderen Zeug, was jetzt halt alles auf dem Markt ist, aber was hast du eigentlich für eine Resonanz bekommen auf zum Beispiel der Herr der Dinge und so, auch aus der Szene? Naja, also jetzt so aus der Szene so. Ich habe jetzt nicht irgendwie so viel Kontakt irgendwie mit anderen Rappern. So. Also ich bin immer cool mit Leuten, wenn ich die kenne und wenn wir irgendwie befreundet sind so. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie mit den ganzen anderen Rappern immer so in Cyphers rumhänge und wir dann so gegenseitig über unsere Sachen reden so. Aber mit Seppo bist du doch ganz gut befreundet. Was kam denn aus der Ecke? Also es ist so, dass wir irgendwie uns länger nicht mehr so richtig gesehen haben, weil er sozusagen in Mainz da jede Menge Sachen zu tun hat. Also momentan ist er gerade in Hamburg und nimmt sein Album auch so. Und der hat halt sehr viele Projekte auf seinem Label, die releasen ja auch sehr, sehr viel. Und wir haben natürlich auch irgendwie sehr, sehr viel zu tun. Also ich muss halt ganz ernsthaft sagen, bei mir ist es so, dass ich irgendwie die wenigsten meiner Kumpels überhaupt regelmäßig treffen kann. Also mein bester Kumpel, mit dem treffe ich mich vielleicht irgendwie so alle 2 Wochen mal einmal, weil ich einfach überhaupt gar keine Zeit habe, irgendwie mich öfter irgendwie mit Leuten zu treffen. So. Insofern ist es bei mir immer relativ spärlich gesät, solche Sachen so. Und Separate hat, glaube ich, ich weiß gar nicht irgendwie, ob er dieses Album von mir hatte. So. Ich wollte es ihm irgendwie immer mal schicken,
Und ich glaube, wir haben es auch dann irgendwie gemacht. Aber ich hatte mit ihm gar nicht darüber gesprochen. So. Also es ist jetzt auch so, ich weiß nicht, ich finde es auch irgendwie ein bisschen blöde, so wenn man mit Leuten auch immer irgendwie nur über die Musik redet. So. Also es ist jetzt ja nicht irgendwie unbedingt das, worum es in einer Freundschaft so geht, dass man irgendwie immer nur darüber redet so, und sagt, ey, so, du hast einen coolen Track gemacht und ich habe irgendwie einen coolen Track gemacht. Und ey, yo. So. Also ich meine, das sind ja irgendwie die wenigsten Rapper-Freundschaften. So. Wie ist es eigentlich bei dir? Du machst ja noch ziemlich viele, meiner Meinung nach, andere Sachen nebenbei. Also ich meine jetzt studieren und arbeiten und tralala und so. Gab es bei dir jemals den Konflikt, wo du an so einer Zweigstelle standest, wo du echt nicht mehr weiter wusstest, hey, soll ich das Musikding noch weitermachen oder soll ich mich mehr aufs Studieren konzentrieren? Ja, den gab es nicht einmal, so, den gibt es eigentlich ständig so. Also es ist so, dass ich hauptberuflich bin ich Grafiker, also ich habe eine eigene Firma und mache momentan natürlich in erster Linie die No-Peanuts-Designs, weil das jede Menge Arbeit ist, also unsere Website und Cover und was da halt alles so anfällt. Und dann studiere ich auch noch, mache gerade mein Diplom und dann habe ich eine Freundin und dann mache ich halt noch Musik. Und es ist halt so, dass man irgendwie zu nichts so richtig kommt. Also ich habe ständig irgendwie ein schlechtes Gewissen, irgendwie, dass ich zu wenig Zeit habe für meine Freundin oder zu wenig Zeit habe für Studium oder zu wenig Zeit habe für die Musik. Also ich würde alles halt irgendwie gerne noch mehr betreiben. Und das ist halt so ein dauernder Konflikt. Aber bisher habe ich das ganz gut irgendwie hingekriegt, das irgendwie so alles unter einen Hut zu kriegen, so mehr oder weniger. Obwohl es natürlich ab und an dann Konflikte gibt mit dem einen oder anderen Ding. Also manchmal bin ich dann halt irgendwie kaum in der Uni und muss dann da halt irgendwie Nachtschichten schieben, weil ich irgendwie ein paar Scheine nachholen muss. Oder wenn halt irgendwie ein neues Cover ansteht so, oder ein Album-Release, so, dann wird halt auch wenig geschlafen. Das ist schon sehr, sehr zeitaufwendig.